Ja, wie sieht's aus? Ich weiß jetzt gar nicht, welchen Tag wir haben vom Fasten. Irgendwie kann ich mir das nicht so richtig merken. Also entweder haben wir jetzt Tag 5 oder 6 und ich erzähle einfach mal zu Tag 4 und 5 was. Habe ich die ersten 3 Tage abgedeckt beim letzten Video oder nur die ersten 2? Keine Ahnung, also ich komme gerade vom Laufen und gestern war ich laufen. Aber ich erzähle erstmal, wie es mit der Ernährung aussah. Also ich habe jeden Tag einfach ein paar Bananen gegessen, so 5 Stück, 6 Stück. Einmal habe ich sogar 7 gegessen und einen Krautsalat. Genau, dann müssten wir jetzt Tag 6 haben. Dann einmal hatte ich 5 Bananen gegessen. Dann hatte ich 7 Bananen gegessen und Krautsalat. Und heute habe ich 5 Bananen gegessen. Oh. Kack. Ach, egal. Ja, mit dem Schlüsselbein, das nervt manchmal so. Ja, gewichtstechnisch ist so, also erstmal mit den Einläufen, das funktioniert irgendwie gar nicht mehr. Also ich habe jetzt an Tag 4, 5 und 6 jeweils an 4 und 5 einen Einlauf gemacht, der heute steht noch bevor. Und da kam aber einfach nichts raus, obwohl ich was gegessen hatte und auch am Vortag was gegessen hatte. Am nächsten Einlauf kam wieder nichts raus und das Wasser ist sogar größtenteils für immer drin geblieben. Also es kam diese erste Fuhre Wasser wieder raus, also ein bisschen ist das nur, aber ich habe halt 1,5 Liter reingegeben. Es war vielleicht ein paar hundert Milliliter, die rauskamen. Es kam die ganze Zeit auch nicht mehr raus und wurde wahrscheinlich resorbiert. Also irgendwie funktioniert das nicht mehr und jetzt ist Essen von 2 Tagen wahrscheinlich noch im Darm und von heute auch noch. Trotzdem bin ich gestern eine Bestzeit auf 10 Kilometer wieder gelaufen. Also ich bin insgesamt 11 Kilometer gelaufen in einer 3,52 Pace. Und den letzten Kilometer war ich sogar langsamer und wenn ich die Zeit 10 Kilometer nehme, sind das 38 Minuten 40. War ein Tempolauf, es war nicht all in, aber da ich in letzter Zeit so wenig Umfang gelaufen bin, und nur so 20, 30 Wochenkilometer und auch 12 Tage Pause hatte zwischendurch, bin ich nicht all out gegangen, weil die Verletzungsgefahr einfach zu groß wurde und mir hat danach auch schon die Hüfte ein bisschen wehgetan, aber also irgendwie im Mittelteil, also ich weiß nicht, wie man diesen Teil des Knochens nennt. Da hat das irgendwie getan und unterm rechten Fuß irgendwo. All out, würde ich sagen, ist so eine 37,5 drin. Und gerade eben war ich schon wieder laufen nach dem richtig harten Training gestern. 13 Kilometer in 4,48 Pace war jetzt Grundlagenausdauer 1. Und ich hätte eigentlich ewig weiterlaufen können, aber ich hatte einfach keine Lust. Momentan habe ich irgendwie nicht Lust, lange zu laufen. Wenn dann nur intensiv, aber ich muss halt auch mal was Langsameres machen. Geht halt nicht immer schnell. Ja. Mal gucken, ob ich gleich noch Krafttraining schaffe. Ich glaube eher nicht, weil ich noch andere Dinge machen muss. Zum Beispiel muss ich nochmal aufräumen und hier wischen und putzen, weil der Staub, ich bin langsam so gereinigt, dass der Staub mich so vernichtet. So, und jetzt komme ich mal zu meinen Notizen. Genau, das mit dem Fasten mit eigenem Konzept wäre ganz gut, wenn das mit dem Einlaufen klappen würde. Also am ersten Tag hat es ja geklappt, da war es ganz gut. Das fand ich eigentlich insgesamt besser, weil so kann ich halt wirklich den Sport hinkriegen, den ich beim kompletten Wasserfasten einfach nicht hinkriegt, dann bin ich einfach viel zu müde und viel zu rückvergiftet. Und so entgifte ich insgesamt viel schneller, weil man durch den Sport halt, besonders durch den aeroben Sport, deutlich effektiver entgiften kann. Man kann auf jeden Fall schneller entgiften durch einen Fasten, wo man etwas isst oder Säfte trinkt, zusammen mit Sport, als durch ein Wasserfasten ohne Sport und auf Rumliegen habe ich keinen Bock.
Was ich noch gemerkt habe, also ich habe mich gestern 2 Stunden lang in die pralle Sonne gelegt und habe eigentlich nichts gemerkt. Davon habe ich jetzt auch keinen Sonnenbrand gekriegt oder so. Es war eigentlich sogar angenehm, wo es die pralle Sonne war. Das habe ich gemerkt. Ich habe einmal, ich weiß gar nicht, ob ich das beim letzten Mal schon erzählt hatte, ich habe mich am Ofen verbrannt vor ein paar Tagen und hat direkt Brandblasen gebildet und aber es hat nicht geschmerzt. Das war so ein kurzes Ziehen, so ein Zucken, Ziehen irgendwie. Und sofort habe ich hab das gesehen, ich habe direkt hingeguckt, habe gesehen, wie sich die Brandblasen extrem in Bruchteil einer Sekunde gebildet haben. Und habe dann natürlich auch unter kaltes Wasser gehalten. Aber ich habe danach gab es keinen Schmerz mehr und der Schmerz, den gab es nie wieder. Und als ich nichts gegessen hatte, habe ich beim Sport kein bisschen geschwitzt, auch nicht nach 30, 40 Minuten, egal wie intensiv das war. Ich habe einfach nicht geschwitzt und beim Krafttraining auch nicht geschwitzt. Und sobald ich jetzt wieder was gegessen habe und sowas, Bananen oder so, dann fange ich vom Sport doch an zu schwitzen und nach circa, je nach Intensität, ist das nach einer halben Stunde bis einer Stunde wieder gegessen. Dann schwitze ich wieder nicht mehr und kann trotzdem genauso schnell weiterlaufen. Das habe ich gemerkt. Das ist natürlich alles ziemlich interessant. Und ja, gestern das Laufen, das war richtig geil, habe ich. Also, hat mich so richtig glücklich gemacht gestern, weil konnte ich so endlich wieder nach Jahren, nach 2 Jahren jetzt glaube ich circa meine Willenskraft richtig benutzen und um mich weiter zu pushen und weiter zu dreschen und in höhere Ebenen zu kommen. Ja, es war richtig krass, ey, war richtig hart. Und ich habe da wieder keine Grenzen, es ging einfach immer weiter, nur dass ich dann halt vom passiven Bewegungsapparat halt mit der Hüfte und dem Fuß ein bisschen Probleme gekriegt habe, aber sonst habe ich da eigentlich so gar keine Grenzen wahrgenommen. Es ging irgendwie immer weiter, wo ich dachte, es geht nicht mehr und es geht nur nicht nur nicht weiter, sondern es geht sogar noch weiter. Also man versteht, was ich meine. Also ich dachte, es geht nicht mehr, aber es ging noch und es ging noch darüber hinaus. Und das mehrere Male. Ich konnte immer ja, beschleunigen, beschleunigen. Das war richtig krass, ey. Jetzt fängt das Laufen auf jeden Fall endlich mal wieder an, richtig Spaß zu machen. Da hält der Körper endlich aus, was ich eigentlich drauf habe von meiner Willenskraft und von meiner Hyperkonzentrationsfähigkeit. Und dann kann ich das so richtig ausleben und deswegen liebe ich den Ausdauersport, den Laufsport auch so. Das kann ich im Krafttraining so nicht, das ist halt so schnell immer vorbei. Da macht man intensiv so irgendwo, haut da irgendwo raus und nach 20, 30, 40 Sekunden spätestens ist es ja dann zu Ende. Da muss man sich halt fett überwinden und nicht lange rumfackeln und einfach raushauen und sich natürlich auch mental überwinden, aber beim Sport, Ausdauersport, muss man sich die ganze Zeit eine halbe Stunde lang überhaupt, besonders bei Tempoläufen, die ganze Zeit überwinden. Das finde ich so richtig geil. Ich will nicht zu sehr davon schwärmen. Genau, das Gewicht ist jetzt auf 72,8 war es, glaube ich, circa. Aber nee, es dürfte jetzt wieder ein bisschen mehr gewesen sein. Irgendwas mit 73, weil ich oder Zeug nicht rauskommt. Also das, was ich ja gegessen habe die letzten 3 Tage. Sind halt nur ein paar Bananen insgesamt und die bestehen zu 80% aus Wasser oder so. 1, 2, ja, es dürften schon so 300, 400 Gramm sein, die jetzt im Darm so sind. Das heißt, bei einem leeren Darm wäre ich auf jeden Fall unter 73 Kilo. Und wenn heute der Einlauf nicht funktioniert, dass da Zeug rauskommt, dann werde ich das morgen abbrechen am 7. Tag oder nach dem 7. Tag und wieder mehr essen, mehr Ballaststoffe essen. Und damit die Darmtätigkeit wieder normal funktioniert und der Stuhlgang. Ist auf jeden Fall wichtig. Und dann werde ich auch eine lange Zeit wahrscheinlich erstmal gar kein Fasten machen, sondern den Körper so richtig aufbauen, richtig mit Mineralstoffen versorgen, jeden Tag ziemlich viel Gemüse essen auch, das Ganze wirklich langsamer angehen und mich auf den Sport dann gleichzeitig konzentrieren können, dass ich richtig viel Sport machen kann und dann über den Sport einfach wieder entgifte.
Und je nachdem, wie viel Sport ich mache, desto weniger Hunger habe ich, weil ich durch den Sport entgifte, und der Hunger, der kommt bei mir jetzt nur durch die Rückvergiftung, weil das so ein Drang vom Körper ist, die Rückvergiftung abzuschalten sozusagen, indem seine Energie auf neues Essen konzentrieren muss, was dann reinkommt. Und das heißt, wenn ich dann halt mehr Sport mache und dadurch entgifte, dann habe ich danach und dadurch deutlich weniger Hunger irgendwie, Appetit. Und werde dann im Endeffekt wahrscheinlich genauso wenig essen wie jetzt im Fasten, nur dass ich doch mehr Sport mache. Also jeden Tag vielleicht auch zweimal und sowas. Also werde ich einfach mal gucken. Auf jeden Fall werde ich dann wieder deutlich ballaststoffreicher essen und gucken, dass der Stuhlgang halt ordentlich funktioniert, und werde dann halt in langsamen Schritten verringern, so dass es noch funktioniert. Sonst, dann habe ich noch die Überlegung mit dem, wie lange ich noch Grünzeug zu mir nehme. Also ich habe jetzt eigentlich schon die Idee im Kopf und auch den Drang im Kopf, direkt, wenn nicht direkt, aber den Frutariatum anzugehen, oder den Lifestyle eines Frutariers anzugehen. Das wäre halt so der nächste Schritt. Grünzeug finde ich halt ganz gut für die Mineralien auch, und zum Entgiften und so weiter, um das zu unterstützen. Aber für die Entgiftung brauche ich es eigentlich nicht mehr so stark. Und für die Mineralien, also in Obst, kann man theoretisch auch alle Mineralien ziehen, wenn man wollte. Aber ich gehe halt sowieso langsam in Richtung Lichtnahrung. Oder Prana-Kost, sagt man dazu auch. Da kann ich auch jetzt konkrete Erfahrungen noch mit kurz teilen, bevor ich da was darauf eingehe. Und zwar habe ich ja momentan ziemlich wenig gegessen und ziemlich intensiven Sport wieder gemacht. Also ich habe eine krasse Bestzeit erreicht gestern. Heute war ich trotzdem nochmal trainieren. Ich habe vor 2 Tagen richtig gutes Krafttraining gemacht zum Beispiel. Also ich habe lange kein Bankdrücken mehr gemacht, und Brust ist auch mein Schwachpunkt. Aber trotzdem habe ich eine Floor Press gemacht. Das ist ja nicht auf der Bank, sondern auf dem Boden. Das ist insgesamt anstrengender. Und das mit Kurzhanteln, das ist nochmal anspruchsvoller. Und damit habe ich trotzdem mit 70 Kilo 15 Wiederholungen geschafft. Und das ist eigentlich ganz ordentlich für meine durchschnittliche Leistung im Fasten jetzt. Also wenn das eine Bank stattdessen gewesen wäre, eine Langhantel, dann könnte ich mir vorstellen, dass das ungefähr 15% ich besser da gewesen wäre. Also irgendwas mit 78 Kilo oder 80 Kilo mal 15. Und das hatte ich bisher so noch nie geschafft gehabt. Das war eigentlich eine ganz gute Leistung. Dann habe ich noch 60 Kilo mal 21 gemacht. Und habe auch noch andere Übungen gemacht. Also ich habe auf jeden Fall drei ziemlich gute bis intensive Sporteinheiten geschafft. Und habe dann bei den Sporteinheiten halt auch Sachen gemerkt, weil ich hatte eigentlich so wenig Essen, dass ich teilweise die Bewegung oder den Sport hätte gar nicht ausführen können. Das habe ich auch richtig konkret gemerkt. Zum Beispiel habe ich Kurzhantel rudern gemacht. Beugt man sich nach vorne, hat eine Kurzhantel in einem Arm und rudert die dann vertikal nach oben. Das ist dann so Latissimus, oberer Rücken, eine Übung für, und da habe ich auch wirklich gemerkt, wenn ich mich nicht öffne für diese Prana-Kost, und meine Energie daraus beziehe, ich habe das Gewicht einfach nicht hochgekriegt. Da war gar keine Energie da, und ich hätte mich auch genauso gut einfach dahinlegen können und nichts machen können, weil ich mich gefühlt habe, als dass ich keine Energie hatte. Hab mich dem dann aber geöffnet, und dann hatte ich extrem viel Energie. Ich konnte so viel Wiederholung raushauen, wie ich hätte mir gar nicht vorstellen können, und habe dabei keine körperliche Anstrengung gemerkt. Ich habe keinen Pump gemerkt, wie man das früher kannte. Also sonst beim Bodybuilding merkt man immer so einen starken Pump, nennt man das, wo sich der Muskel aufpumpt. Das habe ich überhaupt nicht gespürt. Das hat sich so angefühlt, als ob da halt so gar kein Widerstand ist. Als ob da einfach nur eine krasse Energie fließt, und ja.
weniger mit Kraft zu tun hat, wo man so richtig sich anstrengt und anspannt. Und es hat einfach nur Energie war und dann so richtig schnell einmal hochgezogen die ganze Zeit. Und ich habe dabei auch wieder null geschwitzt bei den ganzen Sitzen, weil ich einfach nichts mehr im System hatte. Ich hatte nichts mehr im System. Und beim Laufen habe ich das auch gemerkt, dass die Entgiftung die ganze Zeit aktiv war, dadurch, dass der Blutdruck und die Herzfrequenz ist dann auch höher. Und irgendwann hat es dann einfach aufgehört. Und ich habe mein Herz fast gar nicht mehr gespürt. Es war so laufruhig sozusagen. Und es gab auch da wieder gar keinen Widerstand mehr. Irgendwie war aller Widerstand weg. Und ich habe mich gefühlt, dass ich so gar keine Energie habe. Und habe mich dann aber wieder diesen Feinstofflichen sozusagen geöffnet. Und dann konnte ich mit gleicher Geschwindigkeit einfach weiterlaufen. Also es war auf jeden Fall ein komplett anderer Zustand ab einem gewissen Zeitpunkt. Und das war wieder, nachdem ich wahrscheinlich die 5 Bananen, die ich da gegessen hatte, die ich danach 30, 40 Minuten richtig intensiven Tempolauf sozusagen aufgebraucht hatte und nichts mehr im System war und dann auch gefühlt hatte, ich habe keine Energie. Und es dann aber halt, indem ich mich dieser einen Sache öffne, der ich mir ja bewusst bin, trotzdem weiterlaufen konnte. Also das sind meine Erfahrungen damit. Und da werde ich mich auch versuchen, halt weiterhin zu entwickeln in die Richtung. Und Frutaria wäre also das nächst reinere. Also Ernährungsformen gibt es für mich gar nicht mehr, sind für mich also noch Reinigungsstufen. Und Frutaria wäre so die nächste und Liquidaria wäre so mein Endziel. Also es muss ja nicht Ziel sein, jetzt nie wieder irgendwas zu sich zu nehmen, zu essen oder sowas, sondern einfach ja diese Qi-Energie kann man es auch nennen, deutlich zu erhöhen und fließen zu lassen und möglichst wenig zu behindern, sage ich mal so. Und das Wichtigste dabei wäre einfach erstmal komplett Rohkost, das wäre so der wichtigste Schritt, um sich nicht immer neu zu vergiften. Aber das ist ein anderes Thema. Ich weiß halt noch nicht, ob ich meinen Körper jetzt wirklich mit Mineralien auffüllen soll und so weiter oder ob ich direkt jetzt schon den nächsten Schritt wagen soll. Dann müsste ich mich sozusagen jetzt von dem aktuellen Stoffwechsel, von dem grobstofflichen Stoffwechsel lösen. Weil der ist auf Mineralien angewiesen, der bräuchte jetzt die Mineralien. Ich hatte seit 3 Tagen halt auch kein Grünzeug, weil ich nichts mehr da hatte und nur konventionelles kriegen würde und ich wollte mich nicht vergiften. Da muss ich mich auf jeden Fall komplett öffnen. Auf jeden Fall, ich gucke erstmal, ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal Grundzeug essen und gucken, wie das läuft. Und wenn es denn sein soll mit den Frutarien, wird das schon irgendwann konkreter in meinen Kopf kommen. Ich habe heute auch wieder eine Bestellung losgeschickt nach Orkos, also schon nach 3 Wochen leider wieder. Aber ich wollte mich mehr von Wildfrüchten noch ernähren, aber da mache ich mal ein anderes Video zu, damit das hier nicht zu lange wird. Werdet ihr dann sehen. Ich kann kurz erzählen, was ich bestellt habe. Also ich habe. Ach ne, es wird sich noch ändern. Aber wahrscheinlich kommt Kaktusfeige, eine Papaya Red Lady, Wildmango, Wildavocado, Bananen, frische Barhi-Datteln. Ja, und den Rest muss ich noch gucken, da frage ich gerade die Mindestbestellmenge an. Alles klar.